Welchen PC oder welches Laptop kauft man sich nach dem aktuellen Windows 11 PC oder Windows 11 Laptop? Ganz einfach, überhaupt keinen echten PC mehr. Da kauft man sich hier bei Microsoft einen Cloud-PC mit Windows 365 drauf. Und da ist auch schon die Frage beantwortet, was kommt nach Windows 11? Ist es Windows 12? Nein, da gibt es dann Windows 365. Das hier, das ist die offizielle Seite von Microsoft, wo man sich seinen eigenen Cloud-PC zusammenstellen kann und kaufen kann. Das Ganze natürlich wie üblich im Abo. Und hier sind die Preise, und das ist jetzt nicht der Preis für den kompletten Cloud-PC für ein Jahr, sondern pro Monat. Das ist gar nicht mal so wenig. Da sieht man hier eben Basis, Standard, Premium. Was kriegt man da für 31,30 € im Monat? Da kriegt man einen PC, einen Cloud-PC mit zwei virtuellen CPUs, 4 GB RAM, 128 GB Speicher, und da ist eben ein Windows schon dabei, Windows 10 oder Windows 11, und das Ganze online. Und das Ganze wird dann auf den physikalischen PC oder das Notebook, was man hat, gestreamt. Jeder kennt ja sicher Microsoft 365, und das ist nicht zu verwechseln mit Windows 365. Microsoft 365, wie es hier dann zu sehen ist, das ist ja der bekannte Abo-Service, Online-Service von Microsoft zum Thema Word und Excel und anderen Anwendungsprogrammen. Gibt es ungefähr so seit 12 Jahren, seit 2011. Und da hatte man ja vorher eben Microsoft Office gehabt, das Office 2013 und die ganzen Versionen, die es da gab, auf CD, die man sich kaufen konnte. Gibt es heute ja so in der Form nicht mehr. Und Microsoft möchte das Ganze ja hier online haben, und da kann man sich hier anmelden. Hat man dann Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook und so weiter und jede Menge andere Sachen, die hier zu sehen sind, die man dann online nutzen kann. Und das Ganze möchte Microsoft jetzt auch mit Windows 10 oder mit Windows 11 so machen, dass man es einfach nur noch online nutzt. Zu dem Microsoft 365, was die meisten ja kennen, gibt es jetzt ganz neu Windows 365, und das ist der Wikipedia-Artikel. Links alle unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da sieht man schon, der Wikipedia-Artikel ist deutlich kürzer. Windows 365 ist die Nutzung eines vollständigen Windows 10 oder 11-Systems aus der Cloud und wurde von Microsoft 2021 eingeführt oder eben auch angekündigt. Und da kann man eben Windows 10 oder Windows 11 auf einem virtuellen PC, auf dem Cloud-PC laufen lassen in der Microsoft Cloud und kann den Inhalt grafisch eben dann streamen. Sind die klassischen PCs und Laptops mit einer riesenhohen Rechenkapazität und einem installierten Windows 10 oder Windows 11 auf eben der SSD am Ende? Ist es ein Auslaufmodell? Also da bin ich mir eigentlich sicher, das ist definitiv ein Auslaufmodell. Das wird mit Sicherheit nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr der Fall sein, aber in 5 oder in 10 Jahren hat sowas, wie es hier steht, echten Museumswert, und das ist da ein richtiger Retro-PC, mit dem viele eigentlich so auch gar nichts mehr anfangen können. Gibt es bestimmt viele, die jetzt sagen, hey, sowas gab es doch schon mal und ist gescheitert. Das Ganze nennt sich hier Google Stadia, und Stadia war ein Cloud-Gaming-Dienst von Google. Wer es nicht weiß oder schon wieder vergessen hat, da konnte man eben Spiele online spielen, und der Spieleinhalt, quasi eben Ton und Bild, wurden dann einfach nur gestreamt. Und die Idee war gut, und technisch gesehen war das wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Wobei Spiele da natürlich eben eine ganz eigene Branche sind, und mit Sicherheit so Konsolen und Spiele, das werden die letzten sein, die irgendwann in die Cloud wandern, weil Sony, die wollen natürlich Hardware verkaufen, und Microsoft, die haben auch noch die Xbox, die wollen die auch weiter verkaufen. Aber bei Desktop-PCs, da ist es ganz was anderes im Office-Bereich oder im ganz normalen Heimbereich. Wie kann ich Windows 365 nutzen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man kann sich hier im Microsoft Store die App runterladen. Die heißt Windows 365, kann man sich hier oben dann runterladen und installieren. Ist rausgekommen am 27.05.2022, also ungefähr so ein Jahr her. Und das sieht ja erstmal richtig langweilig aus hier, richtig unauffällig. Aber damit wird eben Windows 10 oder Windows 11 dann gestreamt auf den eigenen PC. Man sieht schon hier, da brauche ich natürlich auch ein Windows 10 oder ein Windows 11, weil die App gibt es eben nur im Store. Erstmal momentan, das wird sich aber ändern, und dann kann man später eben auch auf iOS oder eben auch auf Linux oder Android Windows 10 oder Windows 11 streamen in Form vom virtuellen PC, vom Cloud-PC mit Windows 365. Microsoft nennt das Ganze momentan Windows 365 Business, und das kann man hier einen Monat kostenlos testen, und das ändert sich natürlich schnell. Das wollen die natürlich nicht nur für Business anbieten, sondern natürlich auch für Privatanwender.
Anwende. Am liebsten für jeden, so wie eben Bill Gates es früher sagte, er möchte, dass auf jedem Schreibtisch ein PC mit Windows steht. Und da möchten die natürlich auch, dass jeder einen virtuellen Windows 10 oder Windows 11 PC hat, aka Windows 365. Und hier unten steht es dann eben, streamen Sie Ihre Windows-Umgebung einschließlich der Apps, Inhalt und Einstellungen sicher aus der Cloud auf ein beliebiges Gerät. Also das kann eben auch Android sein, das kann eben iOS sein, das kann Linux sein, ein PC oder ein Laptop. Was kostet das Ganze dann, wie am Anfang von dem Video hier gesehen? Gibt es momentan die Modelle Basis, Standard, Premium. Da kann natürlich jedes andere Modell dazukommen. Und hier oben kann man sich das auch selber anpassen. Link, wie gesagt, unten in der YouTube-Videobeschreibung. Könnt ihr mal selber probieren dann. Basis 31,30 Euro im Monat. Das hört sich natürlich nach viel Geld an. Für privat ist es das mit Sicherheit auch. Aber wenn man natürlich einen PC gewerblich nutzt, muss man immer bedenken, dass man sich da jeden Service spart, dass eben, wenn ein Gerät kaputt ist, auf dem man das streamt, sich einfach irgendein anderes Gerät eben nimmt oder schon hat. Und man muss da nichts reparieren lassen, nichts einrichten lassen. Das Einrichten ist deutlich leichter. Und was hat es dann hier? Cloud-PC über Windows 365 nutzen und verwalten. Und da sind eben auch Desktop-Versionen dabei, die da unterstützt werden. Wie auch immer das genau jetzt hier zu verstehen ist. Und hier hat es dann Microsoft Teams. Bis zu 300 Nutzer können eben auf diesen PC dann zugreifen. Wobei jetzt gar nicht mal so klar ist, ob das gleichzeitig ist. Ich klicke hier oben mal auf eigenen Cloud-PC anpassen und da hat man dann zumindest jetzt zum Zeitpunkt des Videos diese Möglichkeiten. Das kann natürlich hier jede Sekunde anders sein. Da kann ich mir den Prozessor auswählen. Zwei virtuelle CPUs, 4 oder 8. Dann habe ich hier 4 GB RAM oder 8. Dann Speicher 64 GB, 128, 256. Kostet dann 28,30 im Monat, eben als Abo. Preise zuzüglich Mehrwertsteuer auch noch. Ich mache es mal ein bisschen leistungsfähiger. Dann klicke ich hier mal auf 8 virtuelle CPUs und zack schon 124,30 Euro. RAM ist dann automatisch 32 GB und Speicher habe ich dann sogar, hurra, jetzt hier 512 GB. Das ist natürlich wirklich sehr wenig. Und dann würde so ein virtueller PC mit Windows 10 oder Windows 11 drauf eben 159,70 Euro kosten. Das ist natürlich massig Geld. Da braucht man wirklich eine ziemlich interessante Anwendung für und auch wirklich einen Grund, warum man sowas braucht. Da kriegt man ja ohne Ende eben neue Laptops für oder eben auch ein iPad. Wenn man das Ganze mal hochrechnet, was das nach einem Jahr dann kostet. Hier unten gibt es noch einen kleinen Rabatt. Führt jeder Nutzer, der einen Cloud-PC halten soll, Windows 11 Pro oder 10 Pro auf seinem primären Arbeitsgerät aus? Ja, dann kostet es 159,70 €. Nein, wenn der vielleicht irgendeinen Apple hat oder sowas, dann ist es ein bisschen teurer. Gibt es noch eine Gebühr obendrauf, aber ist natürlich nicht ganz wenig. Ganz wichtig ist natürlich auch immer hier dieser Hinweis, unterstützt die Desktop-Version von Microsoft 365 Apps, Outlook und OneDrive und so weiter. Das heißt eben, dass diese Services oder diese Apps nicht zwangsläufig dabei sind, sondern dass man die sich über Office 365 dazu kaufen oder dazu mieten muss. Dann wird das Ganze nochmal ein bisschen teurer. Wer da was Genaues weiß, einfach mal in die Kommentare schreiben. Bisher war es ja so gewesen, dass man ein installiertes Windows 10 oder installiertes Windows 11 haben musste auf seinem Laptop oder PC, um eben die App aus dem Store sich runterzuladen für Windows 365. Aber Microsoft geht da auch einen Schritt weiter. Das hier ist die Seite von Microsoft, die wurde eben ins Deutsche übersetzt. Immer ein bisschen holprig, muss man immer bedenken, wenn man das liest. Was ist Windows 365 Start? Auf Englisch heißt das Windows 365 Boot. Das ist eine Software, mit der kann man einen Rechner oder einen Laptop einschalten und sich direkt verbinden mit eben dem Windows 365 Dienst, ohne dass man da vorher auf dem Rechner selbst ein Windows 10 oder Windows 11 installiert haben muss. Steht dann hier sozusagen im Kleingedruckten, wenn ein Benutzer sein physisches Gerät einschaltet und sich anmeldet, meldet Windows 365 Boot die Benutzer direkt an ihrem Cloud-PC an und nicht an dem physischen Gerät. Oder was sie damit ausdrücken möchten, ist sozusagen ein Bootstick oder das ist einfach nur ein kleines Bootprogramm mit einem Browser und das geht dann direkt online, sonst kann man da nichts machen und kann sich dann direkt an seinem Cloud-PC anmelden. Man braucht also kein Windows 10 oder Windows 11 mehr auf dem aktuellen PC, den man hat oder auf dem aktuellen Notebook.
Was sagt das Ganze jetzt über die Hardware der Zukunft aus? Das ist super einfach, wenn ihr euch in 2, 3, 4 Jahren einen neuen PC oder einen anderen PC oder Laptop kaufen wollt. Gar kein Problem. Braucht ihr nicht zu bestellen, braucht ihr nicht bei Amazon zu schauen, braucht ihr nicht in irgendeinen Markt zu gehen, sondern guckt einfach im Schrank bei euch. Da habt ihr noch ein altes Notebook. Hier so ein 16 Jahre altes Notebook, das reicht da vollkommen. Steckt man eben Netzwerkkabel rein mit einem Gigabit und kann dann Windows 11 oder Windows 10 streamen auf das Notebook. Link blende ich hier oben mal ein, findet auch unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da reicht also auch wieder das ganz alte Notebook von früher. Häufig gestellte Fragen zu Windows 365. Was ist Windows 365? Das ist die Microsoft-Seite, die offizielle Microsoft-Seite. Windows 365 streamt ihren Windows Desktop Apps und Einstellungen und Inhalte sicher aus der Cloud, eben aus der Microsoft Cloud, auf ihren Cloud-PC. Und das geht hier unter iOS, unter Android. Dann hat man da ein personalisiertes Windows 10 oder Windows 11 Erlebnis, wie das eben hier so heißt. Für wen wurde Windows 365 entwickelt? Momentan steht hier eben noch für Unternehmen mit verschiedenen Größen, aber letztendlich möchte Microsoft natürlich jedem sowas Schönes hier verkaufen. Dann gibt es hier, welche Pläne von Windows 365 sind verfügbar? Klicke ich mal hier drauf. Und mit Plänen meinen die eigentlich Zahlungsoptionen. Das ist das, was wir eben da gesehen haben mit den 30, 40 oder 150 € im Monat. Habe ich hier eben auf den Link draufgeklickt und da sind sie dann die sogenannten Pläne 31 €, 30, 41, 40, 66, 70. Mit Gaming steht da natürlich noch nichts. Und ich denke mal, das ist aber alles nur eine Frage der Zeit, wann das auch mit integriert wird, dass man sich da eben hier noch eine Grafikkarte aussuchen kann, eine virtuelle Grafikkarte und dann natürlich auch entsprechend gute Grafikleistung hat und einen Gaming-PC so auch ersetzen kann. Windows 365 kann man jetzt schon einen Monat kostenlos testen. Seite hatte ich vorhin ja schon gezeigt. Klicke ich mal hier oben drauf, einen Monat kostenlos testen. Und da gibt es hier den Windows-Hybrid-Vorteil, wenn man eben schon Windows 11 Pro oder Windows 10 Pro nutzt. Und ne, mache ich mal ohne den Vorteil. Und da kann man sich hier dann anmelden. Lassen Sie uns Ihnen bei den ersten Schritten helfen. Das ist wirklich sehr nett von denen. Als erstes wollen die dann direkt mal die E-Mail haben für einen Monat kostenlos. Zwei CPUs, 8 GB RAM, 128 GB SSD oder HDD, also Speicher. Und hier drüben steht dann noch, um Gebühren zu vermeiden, kündigen Sie ja Ihr Abo bis zum 28.07. Und das bezieht sich auf das Videodatum von heute, also in 4 Wochen in dem Microsoft 365 Admin Center. Sonst hat man da hier so ein Abo abgeschlossen. Also immer Augen auf beim Cloud-PC-Kauf. Nee, in dem Fall beim Cloud-PC-Mieten. Das hier, das ist die Webseite von The Verge und The Verge ist ein US-amerikanisches Magazin, online natürlich. Das ist die Webseite von denen, Link unten in der YouTube-Videobeschreibung. Und ich habe das Ganze mal im Chrome hier auf Deutsch übersetzt. Microsoft möchte Windows vollständig in die Cloud verlagern. Und hier haben die geschrieben, mit Windows 365 hat Microsoft Windows auf kommerzieller Seite zunehmend in die Cloud verlagert. Aber der Software-Riese möchte das gleiche auch für Verbraucher tun. Das macht natürlich Sinn, so eine Cloud-Lösung, die ist ja relativ einfach skalierbar für solche Unternehmen. Die haben eben ein paar Rechenzentren mehr und zack, dann können auch ein paar Millionen Privatanwender da rein und viele, die eben privat ihren PC nutzen, die haben den ja auch nicht den ganzen Tag an, sondern einfach nur ein paar Stunden. Das ist natürlich ein Klacks für die Cloud von Microsoft. Wo hat Microsoft das verlautbart, was sie da vorhaben? Das war bei einer Anhörung gewesen vor der FTC gegen Microsoft. Microsoft möchte ja Activision Blizzard kaufen, also hier den großen Spiele-Publisher und Entwickler. Und da hat die FTC hier Einspruch erhoben in den USA. Und da hat Microsoft dann hier eben das Ganze verlautbart, dass die Verlagerung von Windows 11 zunehmend in die Cloud als langfristige Chance gesehen wird im Verbraucherbereich, auch Modern Life von Microsoft. Und so möchten die das haben. Und das erklärt natürlich auch ein bisschen, warum Windows 11 irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und ein ganz anderes Geschäftsmodell ist, als es früher eben bei Windows XP oder Windows 7 war. Wenn man sich früher Windows XP kaufen wollte, war das super einfach. Da ist man in irgendein Geschäft gegangen oder hat es eben auch bestellt in Form von einem Datenträger. Hier ist sowas zum Beispiel zu sehen. Da gab es ja richtige Datenträger von Microsoft auf CD mit Handbuch oder hier oben sieht man da verschiedene, die physisch vorhanden waren, die man in einem Geschäft kaufen konnte, so wie hier auch auf dem Bild. Das gleiche eben bei Windows 7. Da gab es hier diese weißen Packungen, das war die OEM-Version von Windows 7. Hier auch, dann gab es eben Retail-Versionen, das sind diese hier,
die in Geschäften auslagen. Und da hat man das gekauft und fertig. Dann hat man eine offizielle Lizenz gehabt. Das Problem ist eben, bei Windows 11 sieht das ein bisschen anders aus, wenn man heute eintippt Windows 11 kaufen, kommt man bei Microsoft auf diese Seite. So erhalten Sie Windows 11. Scrolle ich mal nach unten. Da kann man hier die Kompatibilität prüfen oder sich gleich einen Windows 11 PC kaufen. Also man soll gleich einen neuen PC kaufen. Und wenn man ganz weiter nach unten scrollt, kriegt man einmal Werbung hier angezeigt für verschiedene Firmen, die Komplettgeräte verkaufen. Aber hier unten, da ist es dann, Sie wollen Windows 11 auf Ihr maßgeschneiderten PC. Da kann man hier draufklicken. Kriege ich dann dieses hier angezeigt und da kann man sich jetzt endlich bei Microsoft offiziell eine echte Lizenz kaufen. Windows 11 Home Download 145 €. Das ist natürlich irgendwie kein echtes Angebot, das ist eher so zur Abschreckung. Und da kann man natürlich hier sich auch andere Keys kaufen für ein paar Euro, aber die sind ja alle nicht 100% legal, eigentlich dann gar nicht legal. Und die einzige offizielle Version, die es gibt, das ist eben diese hier bei Microsoft und das ist für teuer Geld. Microsoft bietet auch Windows 11 Professional als Download an. CD kriegt man auch keine mehr und das kostet nur schmale 259 € ganz offiziell bei Microsoft als Download. Das ist diese Seite von Microsoft. Mal gucken, hier USB. Und ja, kostet immer noch 259 €, kriegt man noch einen kostenlosen USB-Stick, scheinbar, zumindest bis zu diesem Punkt. Vielleicht wird es irgendwann später hier, wenn man weiterklickt, auch ein bisschen teurer. Aber 259 €, da kriegt man ja eigentlich ein komplettes kleines Notebook mit Windows 11 drauf, wenn man sich eben Hardware und Software zusammenkauft. Und ich denke mal, da bereitet Microsoft schon mal so ein bisschen den Boden vor für die Cloud-Services. Weil wenn man sich das jetzt hier anschaut, dann ist so ein Cloud-Service-PC, so ein Cloud-PC mit Windows 11 drauf, pro Monat auf einmal gar nicht mehr so teuer. Die Entwicklung hin zum Cloud-PC, das passt auch so ein bisschen, was die Hardware-Entwicklung im Allgemeinen betrifft. Hier habe ich mein Video, Link blende ich ein, findet ihr unten in der YouTube-Videobeschreibung. 12 Jahre Stillstand in der IT-Industrie, was eben Hardware auch betrifft. Sieht man hier mal ein Beispiel. Das ist eine Kamera von 2010. Das ist diese hier auf der rechten Seite und hier links die Kamera, die hatte ich mir letztes Jahr gekauft hier. Und das ist die aktuelle Kamera von Microsoft. Und da sieht man, da ist überhaupt kein Unterschied. Nur in der Schachtel, da hat sich nicht viel getan hier in 12 Jahren. Und das gilt natürlich irgendwo für die gesamte IT-Industrie, was Hardware betrifft. In diesem Museumsstück, da ist genau das Gleiche drin, was man eben in den 90ern hatte. Da ist ein riesen Netzteil drin, da ist ein riesen Kühler drin, ein Prozessor, da ist RAM drin, da ist eine Grafikkarte eingebaut und da ist in diesem Fall eine SSD drin. Früher war es eben eine Festplatte, aber da hat sich natürlich relativ wenig getan, da wurde wenig entwickelt. Das Einzige, was eben wirklich in den 10 Jahren, in den letzten 10 Jahren dazu kam, das ist eben die SSD-Technik, die Rechner deutlich schneller gemacht wurde. Aber letztendlich hat sich da natürlich nicht viel getan. Die Prozessoren wurden ein bisschen schneller, Grafikkarten wurden schneller, aber Geschwindigkeit ist ja irgendwann mal ausgereizt und irgendwann hat eine Geschwindigkeitssteigerung natürlich auch mal ihr Ende. Kennt man ja aus den 90ern, aus den Nullern, aus den Zehnern. Da hatte man einen PC sich gekauft für 1000, 2000 D-Mark oder Euro und da war ein Windows drauf. Ein paar Jahre später gab es ein neues Windows und der PC war dann zu langsam, der Prozessor war zu langsam, das RAM war zu klein, die Festplatte war auch zu klein und zu laut. Da hat man sich das Ganze neu gekauft. Das waren eben die Jahrzehnte, wo die IT-Industrie, die Computerindustrie tatsächlich Hardware produziert hat und verkauft hat. Und eben das Ziel war eben, Hardware zu verkaufen. Heute ist es anders. Heute ist das Ganze ein bisschen ausgereizt, was Geschwindigkeit betrifft. Und hat sich auch irgendwie wenig getan, strukturell eben. PCs und Laptops gibt es schon seit 30 Jahren und noch länger. Und das, denke ich mal, ist jetzt hier der Ausweg für Microsoft auf jeden Fall, hier entsprechend Geld zu verdienen. Und wenn man sich hier die ganzen Preise mal anguckt, pro Monat, da ist ja doch schon ein bisschen was an Gewinn drin für irgendein Rechenzentrum. Zumal natürlich so ein virtueller PC, den benutzt man ja nicht 24 Stunden. Also wenn man den am Tag 2 Stunden benutzt, zahlt man eben pro Monat eben dann 22 Stunden am Tag, die man nicht benutzen könnte. Aber wo Microsoft natürlich jetzt auch keine Rechenleistung erbringt oder sowas, das ist natürlich schon ein lukratives Geschäft, was man eben auch hier neben an den Preisen sieht. Der Nachteil von so einem virtuellen PC, von so einem Cloud-PC ist natürlich auch, dass man von diesem Anbieter letztendlich immer abhängig ist. Das heißt, wenn man sich einmal so einen virtuellen PC gekauft hat, ja, wo will man dann sonst hinziehen? Man hat seine ganzen Daten ja hier in so einem virtuellen Rechner liegen, 128 GB Speicher, die kann man sich halt natürlich runterladen. Aber dann hat man immer noch keinen PC, dann braucht man eben, wenn man zu Hause nur einen alten PC hat und
der eigentlich für Windows 11 nicht geeignet ist, sondern eben für Windows 7 noch war, wo man aber mit streamen kann, wo man den Cloud-PC benutzen kann oder könnte. Da muss man sich trotzdem neue Hardware kaufen. Also man ist da immer angewiesen hier auf den Anbieter und letztendlich, wie das bei Abos halt so ist, da bleibt man dabei, da ärgert man sich dann, wenn die Preise hochgehen und man ist natürlich auch hier, was Preise betrifft, abhängig von so einem Anbieter und Microsoft hat ja sozusagen momentan erstmal ein Monopol auf Windows 11 Cloud-PCs. Wer andere Dienste kennt mit Windows 11 oder Windows 10 Cloud-PCs, einfach mal in die Kommentare schreiben. Aber mir wäre keiner bekannt, ich hätte keinen anderen gefunden. Das Problem ist ja auch für viele andere Anbieter, wenn die sowas anbieten möchten, dann müssen sie erstmal Windows 11 Lizenzen kaufen und das kann richtig teuer werden. Da sagt Microsoft bestimmt, okay, dann nehmen wir mal 200 € für eine Lizenz. Wer weiß, ist wahrscheinlich auch nicht dauerhaft die Lizenz. Der andere Punkt. Das andere Problem ist natürlich auch, wenn eben so ein PC mal ausfällt, ein virtueller PC, dann ist nichts mit Offline-Arbeiten mehr. Da kann man keine Briefe schreiben, keine E-Mails beantworten. Dann hat man ein echtes Problem. Das kann auch einfach nur eine technische Störung sein vom Internetanbieter. Der andere Nachteil ist natürlich die eigenen Daten. Die sind da nur schwer kontrollierbar. Man sieht ja hier, da sind ja 128 GB Speicher bei diesem PC. Und wenn man da seine Dokumente und seine Daten liegen hat, wer weiß, wer da noch drauf zugreifen kann. Das kann man ja auch technisch gesehen gar nicht kontrollieren. Und schreibt es mal in die Kommentare, welche Vor- oder Nachteile ihr bei solchen virtuellen PCs, bei Cloud-PCs seht. Interessiert mich mal auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, wie sich Windows 365 durchsetzen wird. Durchsetzen wird sich das auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, in welcher Geschwindigkeit und eben auch dann in welchem Rahmen, ob das für Heimanwender interessant ist, ob die das ausweiten für Gaming, liegt bei Microsoft ja nahe, eben mit Microsoft Xbox, ist ja auch bei Windows 11 schon integriert, Microsoft Xbox, das Game Center, das kann man einfach hier so aufrufen, hier bei diesem Windows 11 PC auch im Hintergrund, da ist es schon. Und da sieht man oben rechts Xbox Social, alles schon integriert. Und ich denke mal, da möchte Microsoft auch langfristig hin. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr da vorhabt. Wollt ihr euch einen neuen PC kaufen? Habt ihr schon mal eben den Cloud-PC getestet? Und das interessiert mit Sicherheit auch andere Zuschauer. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da gibt es noch weitere Tipps und Tricks und Links zu anderen interessanten Videos. Besucht einmal die Seite tooltime.de und die Seite tooltimepedia. Das ist die Seite tooltime.de. Da findet ihr über 380 Anleitungen und Tutorials, wie ihr euren Rechner schneller macht, wie ihr euren Rechner installiert, wie ihr euren Rechner repariert, wie man Windows 10 installiert und schneller macht, Windows 11, wie man Linux schneller macht oder wie man sein Notebook auseinanderschraubt und repariert oder seinen Drucker auseinanderschraubt und repariert. Besucht mal die Seite Tooltimepedia, das ist diese hier. Tooltimepedia ist ein Hardware-Archiv und Software-Archiv aus 3 Jahrzehnten. Da findet ihr Mainboards, da findet ihr Grafikkarten, da findet ihr Prozessoren, Festplatten, SSDs, da gibt es Spiele, da gibt es Konsolen, Spiele für Konsole, was die damals konnten und was die damals gekostet haben. Links alle unten in der YouTube-Videobeschreibung und in den Kommentaren.